Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bioshock Infinity. So, wir sind mit Elisabeth auf dem Weg. Kann ich hier kurz, warte mal, wir sind bei dem, das will ich behalten. Du hast doch gerade irgendwas gehabt. Willst du mich verarschen? Patsche, 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 patsche. Ja, wir sind mit Elisabeth auf dem Weg zum Solidios Field. Da müssen wir wieder zurück. Elisabeth, ich wollte gerade sagen, kommst du nahe? Wo war denn der Knopf? Da. Oh, Pref! Ich verstehe nicht so ganz, wie du das Zeit für Kaffee? Machst, diese Risse. Ich habe sie mir immer als Türen gedacht. Als junges Mädchen habe ich nicht nur die geöffnet, die ich fand. Ich habe selbst welche gemacht. Gemacht? Ich konnte gehen, wohin ich wollte. Aber ich wollte immer wieder zurück. Wohin? Ich weiß nicht. Zu meiner Familie? Wie machst du das? Wie geht das? Wie gesagt, ich hatte sehr viel Zeit zum Lesen. Naja, und ich wollte sehen, ob's geht. Ich habe Bücher über Physik gelesen und so. Ja? Und was hast du dabei gelernt? Es ist ein Riesenunterschied zwischen dem, was wir sehen, und dem, was ist. Mhm. Okay, ja. Ups. Geh mal davon aus, die wollen, dass ich... Ja, hier hoch weiter. Aber ich will mich ja auch ein bisschen umgucken. War eine Munitionskiste, ne? Eigentlich mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, was haben wir hier? Salz nehmen wir mal mit. Gehen wir natürlich mit rein, versteht sich. Gut so. Durch die Wand durch, Junge. Das ist. Die Frau ist der Knaller. Nice try, Fitzroy. Wir nehmen erstmal das Fix. Neu, Hemd. Kugelsägen, erhöhte Magazingröße aller Waffen um 50%. Warte mal. Ich habe die Nahkampftreffer. Da direkt anlegen. Zack, ey, 50% mehr. Das ist.
Junge, da wird doch nicht lange hier. Fackel, jetzt nehmen wir mit. Was haben wir da noch drin? Okay. Der alte Preston ist ein Sportsmann, Miss Fitzroy. Ich schleiche mich nicht hinterrücks an, während sie schlafen wie diese Vox-Bubis hier mit ihren Messern. Okay, ein Skalp für mich. Und noch einer. Und wenn Sie das hören, regeln Sie Ihre Angelegenheiten und dann kommen Sie, um im Angesicht der Poeten zu sterben. Sie werden die Waffe eines weißen Mannes brauchen. Versuchen Sie es. Mache ich mal ein bisschen langsamer, damit man hier. Da gibt es ein Salz. Wie sieht mein Salz aus? Mein Salz ist voll, also brauche ich das gerade nicht. Stimmt, ich muss das hier machen. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was ich machen muss, aber mir ist es eingefallen. Und ich wette, dass hier mit Sicherheit auch gleich Gegner kommen. Und ich wette, ich habe wieder vergessen, einen Timer anzuschalten. Achso. Die Gondel kommt. Er wird dich im Stich lassen, meine liebe Elizabeth. Sobald er hat, was er will, ist er weg. Was kann man von einem Lügner und Frauenmörder anders erwarten? Comstock. Prophet, was immer Sie sind, ich gehe und Sie können nichts tun, um mich aufzuhalten. Oh, mein liebes Kind, da täuschst du dich. Okay, sieht noch Action aus. Bams! Oh. Holy macaroni! Das war ein bisschen knapp. Oh, ach da oben. Hallo? Ach, da hinten geht's nicht weiter. Boah. Huch, okay. Alter, warum dreht sich das Ding so? Okay. Da, der da. So, den großen würde ich natürlich noch mitnehmen. Oh,
Munition, irgendeiner, irgendwas, gegebenenfalls. Ich wollte gerade sagen, kann unsere Maschine nicht eigentlich auch irgendwas machen? Achso, Präzisionsgewehr, das wollte ich eigentlich nicht. Okay, ich brauche auf jeden Fall erstmal Munition. Das hat auf jeden Fall erstmal Priorität, weil ich sehe gerade, ich habe keine Munition mehr. Sich dann irgendwie noch in irgendeinen Kampf zu stürzen, bringt einfach mal gar nichts. Da hinten bin ich gekommen. Ich bin so, naja, so viele Leute umgelegt, ist ja ein bisschen gelogen. Aber irgendwie. Dahin gibt es Medizinkits, sehe ich gerade, okay. Ich will kurz gucken. Los! Okay. So, gut. Wenn hier was blinkt und leuchtet, dann gehe ich. Okay. Lol, eigentlich wollte ich nur da das Geld aufheben, was hier vorne rumlag. Ja, geil. Salze voll. Ups. Ah, das wird so eine große Flasche sein. Ah, ja, okay. Ja, geil. Dass man halt mal so alles nebenbei entdeckt. Lass dir Zeit, Mäuschen. Ist ja nicht so, dass das Tor schwer ist. Gut, aber Munition haben wir bis jetzt nicht gefunden. Erledigt. Wie schnell das bei ihr geht. Geh an Bord des Luftschiffes. Als sie da am Strand ohnmächtig waren, da haben sie immer einen Frauennamen gesagt. Anna. Darüber will ich nicht reden. Tut mir leid, es geht mich auch nichts an.
Woher stammen Sie, Mr. DeWitt? Aus New York. Was haben Sie dort gemacht? So was Ähnliches wie hier. Nichts, was man unbedingt in seinen Lebenslauf schreibt. Ich bin froh, dass Sie hierher gekommen sind. Was meinst du, wieso ich hier bin? Ich habe gespielt. Jetzt habe ich Schulden bei den falschen Leuten. Ich bin hier, um sie loszuwerden. Was denkst du, wieso ich dich hier raushole? Aus Wohltätigkeit? Wer schickt sie? Leute, die meine Schulden übernehmen. Im Austausch gegen dich. Also bist du nur ein Paket. Geht das mal hier vielleicht ein bisschen schneller? Oh, hier liegt ja noch was rum. So, moin. Oha, oha, Karabiner. Ja, müssen wir, weil was anderes bleibt mir dann gerade nicht übrig. Munition für Panzerfaust. Ne, Panzerfaust habe ich nicht. Zum Angriff! Ne, da kann man. Also wenn ich von dem Karabiner noch mehr Schuss hätte, also so 24, wäre das eigentlich schon recht geil. Dann würde ich auch den Karabiner weiterspielen. Weil hier liegt jetzt nämlich gerade auch der andere Shit rum. Hier könnte ich. Ach ne, Munition kaufen finde ich eigentlich ziemlich. Ziemliche Geldverschwendung. Mehr Geld. Danke dir. Besuchen Sie die Hall of Heroes und wo ich schon gern das Maschinengewehr hätte. Auch wieder mehr Leute. Jetzt kann es ja sein, dass ich wieder an anständig Munition rankomme. Müsste ich mich jetzt entscheiden? 37 Schuss habe ich dafür. Warte mal. Ich das jetzt nehme. Da habe ich 74 insgesamt. Und das sprayt aber so extrem. Durchdrücken ist da auch nicht drin. Da bin ich bei 49. Ja, komm. Ich lass kurz das Ding. Die eine Runde. So. Man nennt sie also den falschen Hirten. Und ich das Lamm. Lassen Sie uns das nicht tun. Von mir aus. Was denken Sie, woher die wussten, dass sie kommen? Entweder die haben einen Propheten in ihren Reihen. Aha. Oder die Plakate sind von meinen Auftraggebern. Wieso? Keine Ahnung. Die First Lady. Und in die First Lady steigen wir ein. Und zwar morgen. Bei der nächsten Folge. Wie immer, ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Lasst es euch gut gehen. Diesmal sage ich noch, liked meine Videos, die euch gefallen. Schreibt doch mal gepflegten Kommentar drunter, was euch gefällt, was ihr anders machen würdet oder was ich anders machen soll. Wie auch immer. Würde mich mal interessieren, so das diverse Feedback. Ansonsten, wenn ihr halt auch immer auf dem Laufenden bleiben wollt,
Facebook, Twitter, Instagram könnt ihr mir auch followern. Naja. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Bring us the girl and wipe away the debt. That was the deal. The details elude me now. But the details wouldn't change a goddamn thing.